Hallo meine Lieben, ich habe diesmal etwas abgewartet, bevor ich was gesagt habe. Erstens bin ich drauf gekommen, dass auch YouTube viel länger braucht, bis was da ist. Und zweitens sind alle meine Übertragungen gestern nach 7 Sekunden unterbrochen worden. Und dummerweise habe ich das Video nicht gespeichert, also machen wir jetzt alles noch einmal. Nur dass ich nicht versprechen kann, dass ich die 900 Punkte im Karaoke dann hole, was mir gestern irgendwann dann einmal gelungen gewesen ist. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass man das noch einmal gelingt, ist sehr hoch. Also es kann sein, dass ich nach dem Take dann den Speicherstand einfach lade von gestern und dort dann weitermache. Man verpasst dadurch gar nichts. So, wir sind bei dem Mädchen. Und wir sagen ihr, oh, Haruka, sagt sie, Mister. Miho, hast du ihm das Geschenk gegeben? Jupp. Ups. Das Stofftier war eins, das wirklich aus war. Und das die Buben in der Schule wirklich haben wollen. Auf allen Arcades war es ausverkauft und er hat überall nach einem gesucht. Ich versuche nur meinen Fernseher wieder heller zu machen. Er hat sich so gefreut, eines zu haben, Haruka. Komme ich jetzt wieder raus? Also er hat sich so gefreut, eines zu bekommen. Danke, Haruka, danke, Mister. Ich bin froh, dass es ihm gefallen hat. Freust du dich nicht auch? So, dann, ne? Ja, dass du das? So, so, dann, so, do I. So, dann, ne? Ich bin froh, dass wir hart daran gearbeitet haben, es zu bekommen. Und hier ist das Geschenk, das ich versprochen habe. Frohe Weihnachten. Und wir haben die Mew Shoes. Und ich ziehe sie jetzt gleich an, weil dann merkt man, warum sie Mew Shoes heißen. Und zwar. Ja, sie geht weg mit den Lammfell-Bartschalen. Mein Mann sieht die Schuhe, sonst können die gar nichts. Puh! Ich bin froh, dass es dem Buben gefallen hat. Ja. Danke, dass du geholfen hast, Mister. Übrigens, hast du jemals ein Geschenk von einem Mädchen bekommen? Ein Geschenk von einem Mädchen? Nicht wirklich. Wie schade oder wie traurig. Mach dir keine Sorgen, ich werde dir irgendwas besorgen nächstes Mal. Da schaut er der Kirio und schaut so jung aus. Dankeschön. Er hat so ein hübsches Gesicht, obwohl es so kantig ist. Und jetzt los geht's mit den Mühlschuhen. So, Equipment. Ich bin übrigens drauf gekommen, warum ich keinen Fight mehr hatte, weil ich das im Equipment hatte. So, da haben wir unsere Mew Shoes. Und sie heißen Mew Shoes, weil sie Miau machen. In Pronto kriegt man Carbonara, das ist da. Da zahlt er sich eigentlich schon aus, wenn er ein Taxi fahren. Das erste Mal, wo ich die angehabt habe, habe ich mich um, bin stehen geblieben, habe mich umgedreht, habe geschaut, wo die Katzen miauen. Also im Spiel natürlich, nicht bei mir daheim. Aber da waren keine. Und dann bin ich drauf gekommen, dass das die Schuhe sind. Die Miau machen. Die Mew Shoes. So. Wo wollen wir da?
Ich hoffe, das ist die richtige Straße. Ich glaube schon. Komm, lauf ein bisschen schneller. Und wir sind schon drin. Und ich hoffe, das war da und nicht im Alp. Mädchen, du stehst doch immer im Weg. Ja, wir sind richtig. 3 Carbonara-Sauce. 3 Käse. Wenn du so weiterfährst, wird dir echt blöd. Und jetzt willst du... Was willst du jetzt? Willst du jetzt gleich Karaoke singen oder will ich dazwischen noch was anderes? Schuhe sind urgeil. Ah, oh, jetzt muss ich ein Foto machen. Links, okay. Ah, jetzt gibt's gleich eine Schlägerei. Weit kommen wir mit den Schindels nämlich nicht. Ich versuch's zwar, aber die sind schon... Sind wir schon auf den Fersen? Sind wir schon auf den Fersen? Und sind schon wieder weg. Da kommen die Nächsten. Ja? Der Kiryu ist exhausted. Also, exhausted. No? Na, wenn er müde ist, ausgelockt. Sie will ein Foto mit Perfect Timing. Ich mache jetzt eines mit einer absolut unprofessionellen Pose und schau, was passiert. Und das muss ich natürlich jetzt gleich am Anfang machen. Da kann man auch die schönen Hintergründe wählen. Warte. Und jetzt nochmal. Hier. Und jetzt machen wir da einen Kreis. Jetzt bin ich gespannt. Select. Auf dem mittleren passiert noch am meisten, ne? Oh fuck, die Bohne. Ich wollte das gar nicht selecten. Ich wollte es nur anschauen. Der Denker Kiryu im hübschen Hintergrund. Den Denker Kiryu haben wir da aber auch einmal. Tauschen wir das, so. Genau, es gefällt dir nicht. Gehen wir mal auf Don't Take und schauen mal, was passiert. Ich mache dann schon noch ein schönes Foto, damit wir die Posen sehen, diese Zeit. So, raus. Und jetzt schauen wir, ob sie was anderes will oder ob sie immer noch mit den Fotos obsessed ist. Also, ob sie immer noch die Fotos halt will. Oh, sie will immer noch ein Foto. Sie lässt uns nicht mit einem schieren Foto davon kommen. Keine Chance. Schade. Okay, dann zeige ich euch jetzt, wie die Fotos dann ausschauen. Wenn man es schön macht. Ja, jetzt sind zivile Fotos mit dem perfekten Timing, habe ich schon verstanden. Wusste ich schon beim ersten Mal, habe ich ja schon mal gemacht. Okay. Oh, jetzt lieber den schönen Hintergrund. Oh. Und jetzt die. Und jetzt die nächste.
Was macht denn der Karibe am ersten Foto? Nix eigentlich, ne? Das ist mir fast das letzte am liebsten. Schade, dass das so wenige Seiten hat, dieses Fotobuch. So, eine fehlt uns jetzt noch. Also machen wir jetzt noch schön Fotos eben. Weil uns noch eins fehlt. Eine Pose. So, jetzt letzte Pose. Also machen wir das Peace-Zeichen. Da haben wir nichts verpasst. Auch nochmal das erste. Schub. So wie er da ausschaut, könnte er fast als Batman durchgehen, wenn man ihm das Zeug anzieht. Kiryu schaut urbehindert aus auf dem Foto. Aber mir gefällt das, wo er da eben keine Pose macht auf dem Papier. Ja, nehmen wir das da unten. Das ist nur Halbert. Halbert nicht gepostet. So. Miau, miau, miau. Hunderte hungrige Katzen. So. Ist jetzt noch was essen oder Karaoke singen? Hunger. Yakisoba. Ich glaube, dass das da war. Aber da ich das schon mal gemacht habe, schaue ich jetzt geschwind nach, bevor ich da wieder stundenlang umeinander renne. Popo-Schober habe ich recht gehabt. Da fahren wir jetzt aber mit dem Taxi. Das Lustige ist, ich mache genau alles gleich wie beim letzten Mal. Timmy, love. Hey, ich bin ausgewichen. Komm, love, 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 love. Schnell vorbei, da stehen nämlich welche jetzt, zack. Ich bin auch super, ich brauche eigentlich nur die Schuhe ausziehen, aber ich finde die Schuhe so lustig. Also dem Kiryu die Schuhe ausziehen. Genau, und der Wette steht da schon direkt davor. Und sie sind drin. Ja, da hast du dann, was auch immer das sein mag. So. Mein Equipment ist full, das heißt, wir legen was ab. Weil wir schon da sind, weil das an einem Ort ist einmal.
Wir brauchen nicht was zum Spielen. Das nicht. So. Ah, ich bin ein Depp, jetzt wollte ich. Ich laufe auch Shining. Aber das dürfen wir da nicht singen. Das kann ich auch wegsingen, dass leer ist. Ist das auch leer, oder? Antike Umbrella. Ich glaube, das ist auch so teuer, die reparieren zu lassen. So. Ist denn still in Combat? Was wird mir nicht passieren? Okay, na dann gehen wir singen, ne? Und wir sind in der falschen Straße, Entschuldigung. Eine Gasse weiter. Geh aus dem Weg, danke. Hey, Haruka, wenn du wo dagegen rennst, kann ich nichts dafür. So schnell, die wollen uns Streit. Zu spät. Okay. Oh, das macht er nicht mehr. Na dann macht er anders. Upsi, hoppala. Was war das? Knapp. Ups, da ist er nicht mehr. Ich bin nicht die Einzige, die öfters in falsche Richtungen geht oder daneben haut. Ich habe das nachgelesen. Das passiert mehreren Leuten in dem Spiel. Das hat irgendwas mit den Controls zu tun. Ah, der ist schon tot. So, und jetzt? Zack. Pam, pam. Puff. Gut für ein Ziel. So. So, für zwei Leute sind es 1000 Yen. Und jetzt kommt die härteste Challenge von allen. Nämlich was ich schon mal geschafft habe. Und da habe ich auch geschwitzt und geschimpft. Und war frustriert. Und zwar müssen wir bei dem Lied, das sie sich aussucht, und das ist das Lied, wo man den Rhythmus nicht versteht, 800 irgendwas machen. 820. Ich habe einmal 900 geschafft und das war schon ein Wunder. Ich schau mal, ob es sich mit simpel ausgeht. Ich glaube aber nicht. Mal Platz machen. So. Ups. Sakuramichi. 追いかける背中高鳴る胸は乙女色今やっと気づきました。Let's get gleich los. Mo doshiomo naku. Kitto tabu. Oi oi oi, let's get los. Ore wa. Oi. Oi. Oh, es ist einfach, glaube ich, oder? Oh,
Viel einfacher als das andere, aber ob es Punkte bringt, weiß ich nicht. Er sagt immer mies. Ja, Automata-Move. Er sagt immer Mist, obwohl ich runtergehe. Aber nur bei dem Lied. Fuck die Donner. Das geht sich nie aus. Das sind 800, 700, na, schwer zu sagen. Nicht genug, viel zu wenig. Ja, ja. Aber es war ein Versuch wert. Also wir müssen es das Schwierige machen. Dafür habe ich bei dem Moment de la Pity gestern 940 Punkte gemacht. Weiß kein Mensch, wie ich das gemacht habe. So, wir singen. Wir singen irgendwas, wo wir nicht viele Punkte gemacht haben. So, das ist da. Ja, ne Mathe ist das erwischt. Vielleicht schaffe ich da mehr. Schade, dass ich mein Lieblingslied nicht singen darf. Hat er mich gar nicht gefragt, ob ich schwer oder leicht will, oder habe ich das falsch gedrückt? Okay, das schaut nicht leicht aus. What the fuck? Er nimmt mein Viereck nicht, das ist wie beim Ende, wenn er UNO spielt. So viel zu tun, dass man gar nicht das Video schauen kann. Ja, ich weiß, das war nicht wirklich gut. Also das mit den Zauberkarotten, genau, dann hat das bald in der Hand als Waffe so. Ja, Kirio. Ja, das war auch nicht gut. Nein, nein. Aber beim anderen Lied hätte uns das schon gereicht, ne? Können wir das Ganze gleich nochmal machen, ne? Ich glaube, ich gebe dann einfach nur, weil es mir Spaß macht, alleine auch nochmal singen. Weil das ist ja urgemein, dass ich da immer nur dieses blöde Lied singen kann. Ja, wir machen sie gleich noch einmal. Bleibt mir nichts anderes über. Das Mädchen gibt es uns ja keine Ruhe. Und ich habe noch über eine Stunde Zeit, also warum? Wenn ich dann frustriert bin, dann ist er Pech, aber bis dahin bin ich dabei. Gestern habe ich, glaube ich, 3 oder 4 Mal gesungen, bis ich das gehabt habe. Und da habe ich eben auch nicht meinen Rekord eingestellt, sondern einfach nur das checked, was sie wollte. Was eigentlich nicht einmal viel ist, aber das Lied ist einfach sau schwer. Und das sage nicht nur ich, das steht auch im Internet. Es gibt übrigens eine sehr, sehr coole Seite, wo man das alles nachschauen kann. Und zwar, das ist auch gut verlinkt, auf gamefacts.gamespot.com. Da hat man den Guide und dann hat man die verschiedensten Sachen. Dann erklärt er, die erklären generell alles. Also, ich würde es erst lesen, nachdem ich das Spiel durchgespielt habe.
Auch zum Nachlesen würde ich dort nicht hingehen, wenn ich nur nachlesen mag. Da gibt's welche, wo weniger steht. Aber wenn man das Spiel mal durch hatte und gewisse Sachen einfach, die man echt nicht checkt. Also ich habe jetzt da noch drei Lockerkeys, habe ich keine Ahnung, wo die sind. Wenn ich die in den nächsten 10 bis 15 Stunden nicht finde, schaue ich auch nach, wo die Location ist, weil das steht da drinnen. Das Einzige, was wirklich sehr hilfreich ist, das ist aber nicht auf der Seite, sondern das auf der Seite teilweise auch, aber das habe ich woanders gefunden, ist, wie das mit den Pocket Circuit Races ist. Und ich glaube, dass das auf einer Yakuza Zero Seite war. Aber das ist wurscht, das ist Geschmackssache, je nachdem, wie man fährt und wie man sein Auto zusammenbaut, weil ich habe auch Sachen gemacht, da habe ich auf gar nichts gehört, sondern habe einfach das, was ich mir gedacht habe, gemacht, das ich mir sogar noch aufgeschrieben habe fürs nächste Mal, falls es nicht funktioniert. Und da werde ich auch noch einen Guide schreiben. Ich weiß noch nicht, wie ich den dann verlinke. Vielleicht bei Chapter 1 oder bei Pocket Circuit. Wahrscheinlich bei Pocket Circuit. Auf jeden Fall, es gibt sehr, sehr viele hilfreiche Dinge. Aber GameFAQs ist einer, der ist wirklich super, wenn man das Spiel schon mal durch hatte. Dass man das, was man alles verpasst hat, was man nicht findet, weil man sich Botschaft anstellt oder weil es einfach versteckt ist oder weiß, was ist, was man auf das man nicht kommt. An andere schon. Dafür kommt man aber an Sachen, auf die andere nicht kommen. Das ist halt so bei Menschen. Ist das wirklich sehr, sehr hilfreich. So. Und jetzt singen wir ein Lied. Ein stressiges, wieder mal, bei dem mir nicht ganz klar ist, was sie mit dem Rhythmus meinen, aber okay. Besser der Rhythmus als kein Rhythmus, ne? Ich würde viel lieber, würde ich das singen. Moment de l'appétit oder Tonight. Tonight liebe ich. Das sieht man, das ist uroft da. Mitai-Soro, das da. Iji Sakura 2000 darf ich singen. Ja, vielleicht habe ich da ein paar mehr Punkte. Ah, schauen wir dann. Wir müssen singen. Ja, das Lied. Und ja, wir müssen das Schwierige nehmen, weil wir brauchen. Sieht mir. No 8-mal habe ich den Scheiß gesungen. Für die depperten Punkte. Sakuramichi. Und jetzt sieht man gleich den Unterschied 追いかける線. zwischen einfach und nicht einfach. O-Tomato. Er sagt fix nicht O-Tomato. Es klingt fix nur so. Haruka! Ich hab gedrückt. Ich drück die ganze Zeit. Ich drück. Geh aus meinem Gesicht, du Gelse, du. Ich hab's drückt. Mist, wie hier. Ich hasse das, wenn wir die so nahe kommen. Und der depperte Controller nimmt sie in einer gewissen Geschwindigkeit, nimmt das nicht. Das sind immer die 140, 150. Ja, da fehlen uns schon wieder 20 Punkte. Tauschen mit Controller, ne?
andere Controller ist es, der es kann, oder? Ach gut, also ich bin gleich wieder da, ich tausche den Controller. So, ich bin wieder da. So, jetzt singen wir. Ja, probieren wir das mit 920. Ist so das langweilige Lied. Bitte, der Handschuh ist schon zu gut. Ich hab gedrückt. Bei allen. Falsch herum. Scheiße. Ich hab's falsch herumdrückt. Ich hab X-Kreis statt Kreis X drückt. Tja, das ist dann mein Fehler. Bitte, bitte, aber mein Fehler. Leider war deine Schicke noch jung und lieb. Wobei nicht zu 100% böse dann war, aber der war nicht ganz dicht. Weniger ganz dicht als der Majima. Dafür, dass ich Fehler gemacht habe, die wirklich ich gemacht habe, war das ein guter Score. Ich weiß jetzt gar nicht, wie oft ich gesungen habe, gell? Sugoi, sugoi. Ja, genau. Sugoi, sugoi. Einmal probiere ich es noch. Wenn nicht, dann mache ich das, was ich beim letzten Mal noch gemacht habe, und dann gehen wir laden. Oh, ich hab's geschafft. Na dann, wir haben es geschafft. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich dachte, sie wollte 820 oder so. Habe ich das gehabt? Hm. Okay. Na dann nehme ich alles zurück, was ich gesagt habe. Aber ich hab gesagt, ich mag einmal zum Spaß singen. Also geh mal rein und singen einmal zum Spaß. Cool wäre jetzt, wenn die Schuhe beim Singen auch noch... Ah, fuck, ich hab kein Klopapier gekauft. Haha, das fällt mir jetzt einmal 9:30 in der Nacht. Weil ich gerade auf die Taschentücher schaue. Wir singen. Singt sie jetzt was anderes oder singt sie wieder das gleiche komische Zeug? Dürfen wir uns jetzt mehr aussuchen? Otomedo. Sie nimmt immer das gleiche blöde Lieder. Go, go, ready, go! Das heißt, er kann auch wieder nur die gleichen drei Lieder singen, wenn er mit ihr geht, wahrscheinlich. Sakuramichi. Oikakeru Senaka.
高鳴る胸は。おや。オドメイド。今やっと気づきました。もうどうしようもなく。きっと多分。俺は。 Jetzt genau so drückt wie vorher. Seine Mal, wo gestanden ist Repeatedly Press, da habe ich dummerweise Kalten statt Repeatedly gepresst, aber dieses Lied ist eine Katastrophe. Ja, ja. Sogar im guten Part habe ich nur 170. Ja, keine Ahnung, wie ich da jemals 900 geschafft habe. Keinen blassen Schimmer. Aber ich wollte eigentlich ein schönes Lied singen. So. Ja, ich will singen, aber ein schönes Lied. Ah, fuck, das sind wieder die gleichen Lieder. I sing for you. Baka mitai kodomo na no ne. Yume wo ootte kizutsuite. Uso wa heta na kuse. Ich hab drückt. Das ist der falsche Controller für das Lied. Er nimmt das X nicht. Ja, das ist der Wipeout-Controller mit X und Kreis und das andere ist Sono-Controller mit Viereck und Dreieck, was nicht geht. Also es geht schon, aber halt verzögert teilweise oder nicht genau in dem Moment. Und das ist beim Karaoke halt nicht ideal. Nein, ist es nicht. Und das war's mit der Haruka, singe ich nie wieder, weil da kriege ich keine schönen Lieder.
Okay, gar nichts oder so. Auf Wiedersehen. Ja. Du brauchst zumindest überall 180, damit du auf 900 kommst. Das ist einfach so. Aber wie man sieht, ich kann das ja. Ich habe 1, 2, 3, 4 Liter da drin. Ja, ja, wir gehen. Das hat keinen Sinn. Wenn wir immer nur das gleiche singen können, ist das wurscht. Ja. So, was will sie jetzt? Ah, jetzt habe ich es nicht gesehen. So. Cassis will sie. Das ist, entweder da. Ich glaube, das ist da. Da gehen wir am besten runter. Der geht doch aus dem Weg. Noch eins weiter. Da haben wir sicher gleich eine Schlägerei, deshalb schaue ich, ob ich da geh weg komme. Ja, ja. Komm, 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 komm. Enter und drehen Sie mal. Edge Pitch. So, Entschuldigung, ich muss zuerst noch ein Tier töten. Ich glaube, jetzt ist es tot, oder? Ja. Okay. Sind mal Cassis und Lemon Chairbed, was auch immer das sein mag. Ja, ja, das kriegt sie. Was sollen wir jetzt machen? Und sie freut sich. Ja, das, was man hört, ist nicht ein Ventilator, das ist meine Playstation, die wieder mal ausgesagt gehört. Jetzt wie so ein Oktopus. Aber Oktopus, war das nicht im Pronto? War man da nicht gerade? Haruka, ich will mit dir reden. So, danke. Takoyaki. Okay, Takoyaki ist... Takoyaki ist da oben. Wir sind da. Schon wurscht. Da können wir einfach rauflaufen. Rauf und die zweite links. Aber jetzt fixen Schlägerei. Oh, schade, ich habe gestern bei dem einen Lied 940 geschafft. Das heißt, ich werde das dann nachher nach dem Cut das andere laden. So. Und danach wollte sie dann noch irgendwas oder hat es uns schon geläutet? Ich glaube, danach hatte ich noch Zeit, oder? So. Schau, Bugs, sie ist sofort auf Schlitz schon her. Okay, Janice Steamed Bun. Ich glaube, das habe ich gestern nicht mehr gemacht, ein Janice Steamed Bun.
Smile Burger. Das ist die Suppe. Sushi. Jetzt habe ich keine Ahnung, was sie will. Okay, zum M-Store. Ich glaube, das habe ich jetzt noch gemacht. Passt. Bergauf muss ich. Ist da bergauf? Lauf, Kirie, lauf, 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 warte, er ist alles weg. Klingt circa so. Er ist schon total außer Atem. Und da sind wir schon. Genau, das haben wir noch gemacht und dann wollte sie irgendwas Komisches und dann habe ich einen Cut gemacht. Das ist irgendwie. Ah ja, das ist so ein Weckerl halt. Schaut aus wie Germknödel. Und sie freut sich. Und ich glaube, das war ziemlich da, wo ich gestern aufgeben musste. Weil das Video hochladen sonst zu kompliziert geworden wäre, was dann nicht funktioniert hat. Also sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Und wir sehen uns gleich beim nächsten Cut. Also, alles Liebe. Und bis dann. Ciao.